Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon gemerkt, es sind hunderte Videos verschwunden bei mir auf dem Kanal. Ich habe die alle auf privat gestellt, weil ich den Entschluss gepackt habe. Meine Qualität hat sich sehr geändert in den letzten Jahren. Wenn ich hier gerade mal kurz gucke, das erste Video war GTA 5 auf der PS3 Challenge 01 Skyfall zusammen mit dem lieben Janni, was wir damals auf seinem Fernseher gespielt hatten, auf der PS3 und mit einem Videocamcorder abgefilmt. In den letzten Jahren, halt dann auch erst mit dem PC und so, bin ich ja dann ein bisschen eskaliert, was meine Videoanzahl anging. Nur qualitativ war es nie das, was ich wollte. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert durch das neue Equipment, was ich habe. Und darum hatte ich mich dazu entschlossen, den sogenannten Hardcut zu machen. Ich habe alles auf privat gestellt, bis auf ein, zwei Videos. Unter anderem, wartet, filtern nach Sichtbarkeit. Öffentlich übernehmen. Das Video ist online und dann habe ich noch das, zum Beispiel Live-Kinetik-Video habe ich noch online. Bleibt's auch, weil es noch relativ aktuell ist. Genauso wie das Dyson Sphere Program Let's Play. Auch wenn ich da noch ein bisschen überlegen bin, ob ich das nicht anders mache. Aber dazu komme ich gleich. Zu dem Thema Videos machen. Ich möchte vermehrt dazu hin, zu streamen auf Twitch. Daher wird das. Nur ich möchte ja letztendlich auch YouTube weitermachen. Darum wird sich das ein bisschen verändern. Ich werde auf Twitch fast alles, was ich Let's Playe, streamen. Nur vereinzelt mal ein, zwei Projekte mache ich nur auf YouTube. Und werde dann am Ende die Livestreams jedoch nehmen. Für jeden, der dann nicht dabei sein konnte. Und werde das zurechtschneiden. Und dann als ganz normal als Folgen hochladen. Nur dass ihr halt dann da diese interessanten Sachen habt. Auf Twitch werdet ihr zum Beispiel, es ist einiges in Minecraft geplant, nochmal, zum Beispiel Stranded nochmal neu zu machen oder sobald die 1.17 mit dem Cave-Update richtig raus ist, dass ich da nochmal ein Vanilla-Bau-Let's Play mache, was ich allerdings auch über Jahre ziehen könnte dann. Dann haben wir noch unter anderem Minecraft Modded. In Form einer Neubelebung von Minetag nochmal mit Vizibeast Infinity Involved zum, ich glaube, dritten Mal dann. Zuletzt Alpha Omega, was allerdings gescheitert ist, weil ja, andere Spiele bis, ne, keine Lust mehr gehabt. Im Moment zocke ich auf einem Server im Privat. Macht mir wieder richtig Spaß auf der 1.16. Ich habe aber gesagt, ein Let's Play mache ich erst auf der 1.17 wieder. Weil Vanilla, da können wir die ein paar Monate noch warten mit der neuen Bauhöhe und den neuen Blöcken und der Cave-Generierung, was da noch alles kommt. Ja, außerhalb von Minecraft ist geplant, halt Dyson Sphere Program weiterzuführen, beziehungsweise nochmal neu anzufangen. Ich habe bisher nur eine Folge hochgeladen und ich möchte dann gerne dieses System, das ich streame und das am Ende mit Folgen mache, gerne weiterhin halt dann vielleicht auch schon da machen. Sid Meier's Civilization 5 wird neu belebt. Da sind anderthalb Staffeln online gegangen. Abgedreht waren sechs, die hatte ich aber alle nicht mehr. Und da kommt dann jetzt eine Neuauflage. Also erstmal ich alleine im Vanilla Game und dann vielleicht kriege ich ja den lieben Janni nochmal davon überzeugt, mitzumachen. Vielleicht dann auch gemoddet wieder. Als Let's Play ist dann noch Oxygen Not Included geplant bisher. Und ich habe auch spiele auch im Moment mit den Gedanken, vielleicht mal so Sachen zu machen wie mit Black Ops 1 anzufangen und mit Modern Warfare dann. Oder die ganzen Black Ops, also ganzen Call of Duty Teile einfach von vorne bis hinten, die Kampagnen, sofern es noch eine gibt, durchzuspielen. Oder Counter-Strike hätte ich mal wieder richtig Lust drauf zu zocken. Und ja. Thema Vlogs. Ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nie so genau, was ich in Vlogs reinpacken soll.
Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Im Schnitt kann man sagen, die Vlogs sind immer besser angekommen als meine Let's Plays. Ich hatte überlegt, so ein Frage-Antwort-Ding zu machen. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern da eure Bereitschaft ist, Fragen zu stellen. Könnt ihr ja gerne mal unten drunter kommentieren. Auch. Und vielleicht mache ich dann dazu nochmal ein Video, wenn das bei euch Anklang findet. Ja, und das war's dann erstmal. Also ich werde jetzt, denke ich mal, entweder heute noch oder am Wochenende werde ich streamen. Ich werde gucken, dass ich jedes zweite Wochenende streamen würde dann. Aber auch nur vielleicht mal einen Tag oder wenn ich ganz viel Lust habe, auch mehr. Aber ich bin ja zum Beispiel jedes zweite Wochenende noch bei meinen Großeltern. Und ja, muss ich alles gucken. Bin jetzt auch, mache jetzt bald auch meine Abschlussprüfung. Das heißt, da wird dann eh weniger sein, weil ich dafür lernen muss. Danach halt auch noch Bewerbung schreiben für einen neuen Job. Also, alles noch nicht so ganz sicher. Allerdings werde ich mir Mühe geben. Gut, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.